Bewirtschafte Monster. Wiederhole einmal weiße Beute. Was? Okay, und damit geht eine neue Runde im Don't Starve-Universum weiter. Oder von vorne los. Und diesmal versucht Julian nicht zu verhungern. Genau, mal gucken, ob es klappt. Man soll den Tag auch nicht vom Abend loben. Wahrscheinlich verhungere ich gleich einfach aus Dummheit und denke mir so, na. Geil. Also, wieder dieselben Charaktere oder mal umprobieren? Ja, ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ich glaube, ich teste diesmal eine andere. Okay. Ich versuche mal den kleinen seelenlosen Roboter. Den versuche ich denn mal. Ich bin draußen. Versuchen wir es mal. Du bist nicht mit der schizophrenen Schwester, ne? Genau. So, mal gucken, wie uns das Glück diesmal die Welt zusammengestellt hat. Oh, so ein. Irgendwo rennt ein Gummi ja, rum. Aber wir haben keine Waffen. Können wir den nicht so hauen? Weiß ich nicht. Wir können es versuchen. Dräng ihn nach oben. Oben ist Wasser. Geht nicht, er rennt gerade nach unten. Renn dran vorbei. Okay, passt. Ja, ich hab ihn, glaube ich, in der Ecke. Ja, aber wir können ihn nicht angreifen. Nein, echt nicht? Nein. Warte, was brauche ich für eine Axt? Ein Stein fehlt. Halt den mal fest. Okay. Der gibt Geräusche von sich, ey. Gubbel, 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 gubbel. Warum gibt's hier keinen Stein und Schweinehaus? Da ist ein Feld. Okay, wir haben Felder mit Dings. Da können wir auf jeden Fall gut hinbauen. Also hier die Fallen aufstellen. Mit Dings klingt gut. Hier ist auch ein steinernes Feld, aber ich habe keine Dings, Spitzhacke. Du musst einen Feuerstein irgendwo auf dem Boden rumliegen sehen. Ja. Nee, gibt's doch nicht. Und ein Wurmloch direkt in der Nähe. Coole Aktion. Krass, aber irgendwie ist es hier ziemlich kahl an Steinen. Ich habe keinen einzigen gefunden. Weißt du was? Lass den scheiß Gubbel in Ruhe, sonst ist es sonst voll die Zeitverschwendung. Okay. Wir finden nochmal einen. Jetzt habe ich einen Stein gefunden, aber es hilft nicht viel. Einer. Also damit kannst du schon eine Axt bauen. Nee. Ich? Bei mir steht ein Stein. Ein Feuerstein. Ja, ein Feuerstein. Ich habe einen normalen Stein gefunden. Ach so, verstehe. Natürlich doof. Toll, ich habe einen Feuerstein. Super. Ich habe ein Bienennest gefunden. Bau mir eine Axt. Ja, du kleiner Gubbel. Unten. Super, super, super. Es läuft. Und da ist wieder ein Busch. Ah, jetzt hab ich ihn. War gut. Haben wir Fleisch bekommen. Und ich kann Fallen bauen gleich schon. Sehr gut. Das ist perfekt. Ja, Leute, gar nicht so einfach. Man muss jetzt mal gucken, wie man am besten hier reinsteigt. Man könnte jetzt schon so viel machen. Naja, also ich sammle jetzt erstmal ein bisschen. Ja. Hier liegen Steine. Yay. Oh, hier sind ganz viele Löcher für die Kaninchen-Dinger. Das ist ja perfekt. Okay. Ist uns die Karte diesmal wohl gesonnen?
Ja, ein bisschen. Sehr gut. Super, ich kann direkt zwei Fallen bauen. Zack, zack. Sehr schön. Liegen. Und ein Hut. Ja, Blumenkranz gebaut. Ja, mach mal eine Karotte. Ein Tier habe ich. Sehr gut. Oh, ich habe Gras gefunden. Yay. Was ist denn das? Oh, ich habe Bienen gefunden oder sowas. Ja, du bist am Bienenfeld. Die kannst du auch angreifen. Da kann man auch später gut Honig rausholen. Aber da sollten wir echt noch gucken, dass wir gut vorbereitet sind. Rüstung, Gras, Rüstung. Ah, okay, und gut zu wissen. Ich renne mal weg vor dem Vieh. Ja, ich habe einen Bienenstock. Ja, klar, gut. Eine Einzelbiene kannst du umbringen. Das wird nicht das Problem werden. Aber das sind mehrere hier. So, zwei Bienenstöcke. Und zwei gefangen. Zwei Tierchen. Yay. Und gib ihm. Wieder aufstellen. Ah, der erste Tag ist bald zu Ende. Ja, wir sollten mal zurück und ein Lagerfeuer, ein großes bauen. Scheiße, ich habe keine 12 Steine und keine... Ich habe noch kein Holz. Ja, ich habe auch noch keine Steine. Oh, ich baue mal Holz ab. Ein bisschen Holz habe ich schon, aber... Steine fehlen. Ja, dann bauen wir halt nur ein kleines Lagerfeuer erstmal. No. Gut. Die erste Nacht. Dann komm mal zurück, schnell. Bin auf dem Weg. Hab nämlich auch keine Fackel. Oh, das wird aber ein bisschen knapp. Hast du kein Holz für eine Fackel? Moment, Lagerfeuer? Doch, ich kann mir eine Fackel bauen. Würde ich machen, wenn es sind, aber ich bin schon fast da. Ich baue direkt mal ein Holz auf. Ich habe mir eine Fackel gebaut, weil ich schaffe das, glaube ich, nicht mehr so ganz. Okay. Denk dran, die Möhren aufzuheben. Ich koche jetzt erstmal meine Beeren. Ja. Runter, runter, runter. Und mach die Fackel wieder aus. Deine müsste eigentlich mentale Kraft bei den Finsternis bekommen, oder? Ich kann Glühwürmchen sehen. Ja. weiß ich nicht. Geht da oben ein Pfeil hoch hier bei dem Gehirn? Gehirn? Wo ein Pfeil? Da. Wo ist da? Guck auf meinen Bildschirm. Ich seh's nicht. Da rechts oben unter deinem Herz. Achso. Nee, da geht ein Pfeil runter. Okay, also doch. Da stand eigentlich, dass du die Nacht magst, aber. Ja, vielleicht mag ich das Lagerfeuer nicht. Und? Pass auf, wenn du rausgehst. Nein, jetzt geht's noch schneller runter. Okay, dann geh mal weg. Sonst gebe ich dir die aus Versehen in die Hand. So, anheizen. Hä? Anheizen. Na toll, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Genau. Okay, ich gehe mal die Fallen wieder einholen. Gucken, kann ich noch eine Falle bauen? Ich kann noch eine Falle bauen. Gib mir mal ein bisschen von dem Gras, dann kann ich Fallen da unten aufstellen. Ach. Super, danke, hab ich schon. Hast du noch Fallen? Du hast meine Falle geklaut. Ja, ich geh die jetzt holen. Ja, hier bringt's nichts. Hier ist kein Loch. Geh mal weiter. Ich wollte aber mal versuchen, einen Samen reinzusetzen, damit man Vögel fangen kann. Nee, da gibt's später Vogelfallen. Das bringt nichts. Was ist das denn hier für ein Baum? Weiß ich nicht. Hm. Komm gucken, dann zeig ich dir jetzt das Feld hier unten. Hm? Hier. Guck da. Felder. Ja, sehr schön. Ganz viel Gras, finde ich gut. Ja, jetzt kann ich auch noch eine Falle bauen. Ich bin auch gerade am Bauen. Noch eine Falle.
Oh, ist hier viel Gras, finde ich gut. Leg an jedem Loch einen Hasen. Oh, ich habe einen Hasen. Ich habe zwei Hasen gefangen. Yeah. Ich habe nur eine Karotte. Ich muss die mal anbringen. Komm mal hier runter zu mir, ey. 1000 Hasen. Ja. 1000 Hasen. Oder wie man das sagt. Oh, ein Hase ist reingefallen. Juhu. Ja. Kaninchen. Soll ich ihn umbringen? Weiß noch nicht. Und meine Falle ist weg. Ist normal? Anscheinend. Ne, da ist er doch. Haha. Okay. Ich hab nur keine Karotten mehr. Ja, ich auch nicht. Dann musst du die so vors Loch stellen, dass die halt automatisch reinrennen. Du kannst die reinjagen. Okay. Ist halt etwas schwieriger, wenn du halt... Versuchen wir mal. Stelle ich die Falle hin und dann hole ich mir das Kaninchen. Ah, erwischt. Oh, da oben ist auch wieder eins reingehüpft. Perfekt. Läuft doch. Und wenn du das Kaninchen hast, kannst du Rechtsklick drauf machen, um es direkt umzubringen, so gemein das auch ist. Ja. Ich habe schon 7 Fleisch, das heißt, das ist schon mal praktisch. Wir dürfen aber auch nicht zu viel sammeln, weil, ne, vergammelt ja auch irgendwann. Mhm. Oh, apropos vergammeln, ich muss mal was essen. Was esse ich denn? Hast du noch Beeren? So, jetzt wird's aber langsam mal Zeit für mich hier weiterzumachen. Ich mampf grad das Häschenfleisch. Eine Keule. Was das bringt. Oh, okay. Besser als gar nichts. Aber wir müssen dann dringend Steine suchen und so. Ja, dafür müssen wir erstmal bauen können. Kannst du schon eine Spitzhacke bauen? Ja. Nö. Ich ja. Sag mir, wenn du irgendwo einen fetten Stein siehst. Hier bei mir ist ein kleinerer. So, ganz viele Fallen hingestellt. Ja, ich habe keine Feuersteine zum Weiterbauen. Ah, ich sehe Steine auf dem Map, alles klar. Da oben. So, bau dir auch mal direkt eine. Geht noch nicht, fehlt noch ein Feuerstein. Okay, warte. Flöpp. Hier ist noch ein Stein. Ja. Da ist ein Feuerstein. Ja. Sehr gut. Hier. Dein. So, da kann ich dann ein großes Lagerfeuer mit den Steinen bauen. Mhm. Och, da ist ein Kaninchen reingeflogen. Wieder in die Falle. Ja, schön. So. Oh, kein Platz mehr. Kann nichts mehr tragen. Okay, dann... Kannst mir die Steine geben, ich sammle ja eh gerade Steine fürs Lagerfeuer. Okay, hier hast du noch einen Stein. Da liegen noch mehr Steine, einfach so rum. Wie das hier abgeht. Wie das hier abgeht. Ja. So, Axt, ich hack noch eine Runde Holz. Wir müssen zurück, gleich. Oh, hier noch ein Stein kaputt. Ein Salpeter, was auch immer das Ding ist. Was? Ach so, ist von Steinen, keine Ahnung. Ja, weiß nicht wofür. Darfst du sammeln.
Haha, hab wieder einen in die Falle reingeschüttet. Kuchen einer Bestie. Aha. Er wird Zeit zum Zurückgehen. Irgendwie so. Ja. Ah, die Tierchen gehen auch alle bei Nacht rein. Mhm. Schaffen wir das? Ich hab ne Fackel. Ja, okay, dann komm ich bei dir. Warte, wo müssen wir hin? Stückchen höher noch. Ganz schön langsam. So, ich muss gleich wieder was essen. So, warte, ich mache jetzt ein großes Lagerfeuer. Gut. Genau hier hin. Zack. Yay. Und jetzt erstmal Hasenbraten kochen. Ach, da haben. Keule kochen. Auch direkt verspachteln. Bei 64. Tja, wir brauchen langsam ein Stück Gold. Ja, und Essen. Ja. Ehren anbraten. Ja, aber wir brauchen Gold, damit wir quasi neue Rezepte lernen zum Kochen. Dann haben wir nämlich mehr davon. Wenn okay. Du zum Beispiel drei Möhren nimmst und ein Stück Fleisch, hast du richtig fetten Braten und so. Okay. Aber wir brauchen dafür genauso Holz und so für die Kisten auch. Und wir können später einen Kühlschrank anscheinend bauen oder sowas. Oh, nicht schlecht. Also erstmal M drücken und gucken, wo sind noch Steine. Oben rechts ist ein Stein. Du siehst es ja auf der Minimap oder auf der Karte. Ja. Ja, da ist es doch. Schön. So, mal gucken. Ich kann den scheiß Ding schon bauen. Geh mal zurück und bau das Ding. Ich hab eine Biene getötet. Okay. Stachel geklaut. Ja, aber das Essen wird langsam irgendwie knapp. Mal ein paar Samen einsammeln und einfach reinhauen. So. Ich kann einen Rucksack bauen, ich kann mir einen Rucksack bauen. Cool. Mehr Platz, juhu. Sehr schön. Jetzt kann ich mein ganzes Werkzeug da oben reintun. Mhm. So. Könnte mal so ein paar Blümchen gebrauchen. Komm her, soll ich dir auch einen Rucksack bauen? Ah, eine Blume. Komm, Rucksack holen. Ja, mach mal. Da hast du. Nimm mit. Und immer wenn du hier in der Nähe stehst, siehst du alle Rezepte angezeigt und wenn du sie baust, hast du sie gelernt quasi. Okay. So, Strukturen zum Beispiel. Eine Truhe, würden wir drei Holzlatten draus brauchen. Baum, Bretter. Nochmal. Vier Holz brauche ich noch. Ich brauche schon mal eine Truhe. Geh du ein bisschen sammeln. Guck mal, ob das Fleisch wieder in die Hütte gehüpft ist. Ich guck jetzt erstmal, dass ich ein paar Blümchen gesammelt krieg. Nein, doch. Da haben wir diese Runde ja vielleicht endlich mal Glück mit den Feldern. Und in vielen kleinen Kaninchen. Vielleicht werden wir diese Runde etwas länger überleben, weil es scheint, wir haben Fleisch und ja, mal gucken. Ist halt, naja, man kann jederzeit sterben, so ist es halt im Spiel, ne? Don't starve together. Okay, bis dahin würde ich sagen, schauen wir, was wir noch aufnehmen können und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, auf Wiedersehen, ciao, ciao.